of years have kept the biodiversity for thousands of the years, and now they are stealing their knowledge and patenting on their sales. Sie versuchen den Landwirten ihre Kenntnisse zu stehlen, sie zu zerstören. Das sind Menschen, die über Tausende von Jahren, über Generationen hinweg dieses Wissen selber erworben, erarbeitet und weitergegeben haben. Und jetzt versuchen die Unternehmen durch Patentierung dieses Wissen zu stehlen. In Bangladesch we have 15,000 varieties of rice. And they have taken it away. Now Naya Krishi farmers last year produced 2,331 varieties alone in one season. And such a variety that we have. And come to Bangladesh, we will feed you a different variety of rice in each meal. We can feed the world. Wir hatten insgesamt 15,000 verschiedene Reissorten. Die Bäuerinnen und Bauern von Naya Krishi Andolon haben allein in einer Saison 2,300 verschiedene Reissorten angebaut. Ihr könnt alle nach Bangladesch kommen und wir können jedem Einzelnen eine eigene Reissorte vorsetzen. Wir sind in der Lage, den Hunger zu stillen. Our rice can survive in flood water. Our rice can survive in drought situations. Our rice can survive in salinity conditions. And they give vitamin A. And now the Monsanto, Syngenta are saying that they will give us vitamin A fortified rice to prevent us from getting blind. We are not blind yet. We know what this means. We have two eyes to see that they want to earn profit. Der Reis, den wir haben, die verschiedenen Reissorten, die wir haben, die sind dürreresistent, sie sind hochwasserresistent und sie sind salzverträglich und sie enthalten Vitamin A. Und jetzt will uns Monsanto erzählen, dass sie uns ihren Reis verkaufen müssen, weil er mit Vitamin A angereichert ist, damit wir nicht blind werden. Wir sind aber nicht blind. Wir haben zwei Augen und ich glaube, wir wissen genau, was wir zu erwarten haben. Finally, I want to share with you the statement made at the South Asian Women and Biodiversity Conference, which was held in Bangladesh on the occasion of International Women's Day. We said that the COP9 of CBD globally governments affirm the key role of women as biodiversity keepers and knowledge holders and pledge to the further that their national and sectoral programs. Ich möchte jetzt noch die Botschaft wiederholen von der Konferenz der südasiatischen Frauen für biologische Vielfalt, die in Bangladesch stattgefunden hat am Internationalen Frauentag. Und diese Botschaft soll übernommen werden in die 9. Vertragsstaatenkonferenz zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt. Die Frauen sind die Hüterinnen der biologischen Vielfalt. Die Frauen sind die Bewahrerinnen des Wissens. Our own practice across South Asia has demonstrated that women can take care of their families and the social and natural environment, regenerating commons and improve the health of their families when they receive some support. We want support to our organic farmers. Organic farming can feed the world. GM cannot. Unsere Frauen haben bewiesen, dass Frauen in der Lage sind, ihre eigene Familie zu ernähren, dass Frauen in der Lage sind, die Umwelt zu schützen und zu bewahren und dass sie auch in der Lage sind, die Gesundheit zu bewahren und zu erhalten. Und dafür brauchen sie natürlich eine gewisse Unterstützung, Unterstützung, die auch die ökologischen Landwirte brauchen. Wenn diese ökologische Landwirtschaft entsprechend unterstützt wird, dann kann sie den Hunger in der ganzen Welt stillen. Gentechnik kann das nicht. They talk about climate change. They talk about natural disaster that we are facing. Stop these cars and that will stop the global warming. We will be saved. So we are fighting against the development model, this new liberal trade and against their companies so that we can survive, our seeds can survive, our farms can survive. Thank you very much.
Es wird viel gesprochen über Naturkatastrophen, über den Klimawandel, über die Erderwärmung, über all diese Entwicklungen. Und ich denke, dass wir hier gemeinsam kämpfen müssen. Und vor allen Dingen müssen wir kämpfen gegen solche Unternehmen, damit wir selber überleben können, aber damit auch das Saatgut und die Vielfalt überleben können.